Freunde und willkommen zu diesem Video. Ja, heute haben wir hier mal den LRP stehen. Wie ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt, das sind die riesigen Monster Truck Reifen, die beim Unboxing auch dabei waren. Ich habe das innen drin hier weiß lackiert und wie man unschwer erkennen kann, ist das nicht gerade fehlerfrei verlaufen. Vor allen Dingen bei dem da hinten ist auf dem eigentlichen Reifen eigentlich ganz gut was an Farbe gelandet, aber das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall sieht es besser aus als vorher. Dieses komische Silber sah schon echt schrecklich aus und jetzt in Weiß, das Ganze in Ordnung. Und ja, heute geht es aber nicht um die Reifen oder Felgen, sondern, wie ihr seht, hier steht eine Fernbedienung. Und zwar ist das nicht die, die normalerweise bei dem Auto immer benutzt wurde. Und zwar hatte ich sonst immer diese hier, die Carson Reflex Wheel Pro LCD. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele Probleme mit diesem ganzen Auto, beziehungsweise mit der Gasservo, um genau zu sein. Und zwar habe ich es nie geschafft, mehr als eine Tankfüllung zu fahren, bevor diese Servo kaputt gegangen ist. Und jedes Mal ist diese Gasservo kaputt gegangen, egal was ich gemacht habe. Und ich war mir nicht sicher, ob es jetzt daran lag, dass die Fernsteuerung, beziehungsweise der dazugehörige Empfänger irgendwie zu viel Strom oder sowas abgibt. Eigentlich war das alles so, was ich so durchgecheckt habe, in Ordnung. Was ich jetzt aber gemacht habe, ist mir hier diese Fernsteuerung zu kaufen. Das ist eine etwas andere Version, aber es ist im Endeffekt die, die bei dem Auto hier original dabei gewesen wäre. Der Empfänger liegt hier. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe mir bei Amazon eine Servo gekauft. Und zwar ist das jetzt hier eine, ist irgendwie die beliebteste bei Amazon. Das ist so eine komplett zufällige 20 Kilo Digital-Servo, die angeblich wasserdicht sein soll. Ist gut bewertet und ich habe die einfach mal genommen. Und zwar wollte ich dann hier die neue Fernsteuerung reinbauen und dann mit der neuen Servo quasi neu anfangen. Und dann hoffe ich, dass da nichts mehr kaputt geht. Eine weitere mögliche Lösung wäre auch gewesen, beziehungsweise eine Begründung, warum die Servos hier dauernd kaputt gegangen sind, die vom Slash, das kann ich euch ja mal kurz zeigen, ja, die ist ein bisschen abgeraucht, was aber auch mehr oder weniger meine Schuld war, und zwar ist die Sicherung hier drin kaputt gegangen, deswegen dachte ich, dass der irgendwie zu viel Strom verbraucht hat. Und das sind ja Brushed-Motoren hier dran. Und da kann man ja mal ein bisschen mehr Volt drauf geben. Dann ist die Lebensdauer natürlich eingeschränkt, aber an sich sollten die ja noch laufen. Deswegen habe ich da, wo diese Sicherung drin war, habe ich einfach ein Kabel quer drüber gemacht. Ja, hat nicht allzu lange funktioniert. Das Ding ist sehr spektakulär abgebrannt. Aber naja, ist nicht so schlimm. Für den Slash habe ich hier eh eine neue. Und deswegen habe ich jetzt diese hier gekauft und dann kommt jetzt hier der Empfänger und die Fernsteuerung hier quasi an das Auto dran. Und dann hoffe ich, dass das hier dauerhaft funktionieren wird. Und genau, was noch eine mögliche Erklärung ist, warum das die ganze Zeit kaputt gegangen ist, außer dass die Fernsteuerung es war, ist, wenn man das mal hier so guckt. Ich zeige euch das mal. Der Motor, da hinten, da seht ihr diese Verbindung vom Motor zur Servo, dieses kleine Stäbchen da sozusagen. Ich zeige es nochmal von hier oben. Hier, da. Ist deutlich höher, weil der Motor hier deutlich höher ist als der andere Motor. Aber die Bremsung ist natürlich hier alles, das ist auf der gleichen Höhe geblieben. Und deswegen war das Problem, dass das bei so einem, also an so einem sehr extremen Winkel quasi immer dran geschraubt wurde. Und jetzt seht ihr, da ist ein kleiner weißer Abstandshalter zwischen der Platte da oben, also diesem Stäbchen, was quasi an den Motor dran geht, und dem Servohorn selber. Seht ihr da den kleinen weißen Abstandshalter, den habe ich mir nämlich gedruckt. Jetzt ist das nicht so extrem, das ist nämlich, sonst war das so, dass hier so das Servohorn war, aber das so da dran geschraubt worden ist, und das war dann immer vielleicht ein bisschen viel so hier seitlich dran. Deswegen kann es sein, dass die Servos deswegen immer abgebrannt sind oder halt nicht mehr funktioniert haben, weil das irgendwie zu viel Belastung war. Aber gut, jetzt habe ich hier so einen kleinen 3D gedruckten Abstandshalter, und dadurch sollte das hier, hat das deutlich mehr, ja, also ist nicht so viel Stress drauf mittlerweile, und ja, das sieht deutlich gesünder aus.
Aber wie gesagt, dann kommt jetzt erstmal hier die Fernsteuerung bzw. der Empfänger dran und dann gucken wir mal, ob alles funktioniert. Das ist jetzt hiermit alles fertiggestellt. Gas-Servo ist alles richtig. Ich habe das jetzt ja, so eingestellt, dass ich jetzt, wenn ich nichts mache, das quasi auf so minimal wie möglich ist, aber Bremsen auch noch aus sind und dass, wenn ich hier voll durchtrete, also Vollgas gebe, das genau voll offen ist. Und ja, wenn ich halt voll bremse, dass beide Bremsen quasi ungefähr gleichzeitig angehen. Das kann sich nochmal angucken, wenn ich jetzt beides mal nach ganz hinten ziehe. Ihr seht, die gehen ungefähr gleichzeitig an, das ist schon mal gut. Und Lenkung funktioniert auch, selbst mit diesem riesigen Reifen gerade hier auf dem klebrigen Untergrund funktioniert auch. Und ja, mit der Fernsteuerung hier ist es sehr entspannt, das Ganze einzustellen. Also in wie viel Bereich auch die Lenkung sich bewegen soll, das habe ich auch noch einstellen müssen. Logischerweise, weil hier ist in den ganzen Komponenten ganz gut was an Spiel dran. Und da will ich natürlich nicht, dass das irgendwie so, ja, sagen wir mal, zu viel ist und dann der hier die ganze Zeit quasi, ja, weiter lenkt, obwohl die Räder nichts mehr machen und das einfach nur noch hier auf die ganzen Komponenten so zu viel Stress ausübt. Und ja, deswegen gucken wir mal, ob Failsafe auch geht. Ne, in der Tat nicht. Ich weiß nicht, ob man das einrichten muss oder ob der Failsafe hat, aber gut. Ja, das war's dann für dieses Video. Ganz kurz, ganz simpel. Und ich werde jetzt hier nochmal alle Schrauben überprüfen, alle Schrauben nochmal extra festziehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.